Mahlzeit, Leute. Wie ihr gerade gesehen habt, geht es heute um die Hinterachse. Und zwar die VR6 Hinterachse, die in den Golf 2 reinkommt. Im Prinzip erstmal alles abbauen, die Achslager rausschlagen. Dazu kommen wir dann später. Dann alles entrosten und lackieren. Lackieren bedeutet bei mir Low Budget. Hammerritt, ja. Voll die Werbung, Alter. Also ich werde die mit Hammerritt streichen. Das ist die günstige Variante, die auch gut funktioniert. Beim Jetta habe ich auch unten drunter alles mit Hammerritt gestrichen, also die Achsteile und so. Und da rostet nichts, die Farbe geht nicht ab. Und wenn ihr mal irgendwo einen kleinen Steinschlag oder sowas habt, dann nehmt ihr einen Pinsel und tupft wieder drüber. Wenn ihr die jetzt pulvern lasst und da geht die Pulverbeschichtung ab, dann wird es auf jeden Fall hässlich. Weil dann rostet es auf jeden Fall und die Beschichtung geht dann auch weiter ab. Also ich finde die Variante mit dem Hammerritt eigentlich ganz gut. Man kann den Tisch auch richtig lackieren, aber es ist viel zu viel Aufwand und es kostet auf jeden Fall auch mehr Geld. Und ich möchte ja für wenig Geld ein VR6 aufbauen, weil das Geld bekomme ich sowieso nie wieder. Also es ist ja auch Blödsinn, wenn ich da tausende Euro reinstecke, am Schluss nicht mal damit fahren kann, weil ich mich dann ärgere, wenn meine pulverbeschichteten Achsen dann auch bloß wieder in den Arsch gehen. Also deswegen Hammerritt. Und jetzt hauen wir die Achslager da hinten raus. Mal gucken, ob das klappt. Da kommt ein PU-Lager rein. Aber dazu kommen wir dann. Also, ab geht der Peter. So, wir versuchen das jetzt mal, die Lager hier rauszukloppen. Beim letzten Mal hat es geklappt, aber keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Schon zu lange her. Ich stelle jetzt mal die Kamera hier hin. So. Oh, hier willst du halten, oder? Ja, scheiße. Ich weiß es nicht. Kannst du auch kloppen, aber kloppen wir nicht auf die Pfote. Nee. Das mal leicht. Warte, 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 nur nicht so weit. Antesten. Jetzt? Warte. Ja. Nochmal. Nochmal. Wir haben es auf jeden Fall anders gemacht. Das bin ich schon. Ich weiß aber nicht mehr. Auf jeden Fall sollte das nicht rutschen. Das wäre total sinnvoll. Soll ich mir kurz festmachen, die Achse? Ja. Warte doch mal, ey. Jetzt. Nochmal. Beim nächsten Mal haust du mal ein bisschen Dollar drauf. Warte. Jetzt. Dollar. Und? Nochmal. Warte. Jetzt. Das bewegt sich auf jeden Fall schon mal. Gar nicht. Passt nicht. Größer oder kleiner? Größer. Definitiv größer. Nicht ein bisschen.
war auf jeden Fall noch gut. Hier eingeschlitzt. Nach Möglichkeit nur das Lager, nicht die Achse. Das sollte jetzt auch passen. Ja. Das sieht sehr gut aus. So, jetzt habe ich das schon zusammengeklopft. Müsste also jetzt schon schmaler sein. Gucken, was der 5 Kilo Hammer jetzt sagt. So, jetzt müsst ihr das mit der passenden Nuss rausschlagen. Ich habe aber keine passende Nuss. Ich versuche es jetzt mal mit dem Schraubendreher. Oh ja, halt mal die Kamera hier drüber. Ich bin hier fürs Ding gleich, Alter. Erstes raus. Ja, machen wir die andere Seite genauso, würde ich sagen. Das geht auf jeden Fall. Weil das Lager so scheiße ist, dass der kein Gummi mehr hält. Drittklappe. Thank you.
So. Das ist die Art, wie wir Achslager rausmachen. Könnt ihr euch bestimmt auch rauspressen lassen. Hier habe ich ein kleines bisschen reingeflext, ist aber nicht so schlimm. Reingeschnitten. Hier ist alles toppi. So, jetzt als nächstes die Achse entrosten mit Hammerritt streichen und dann die PU-Lager reinmachen. Die gehen auf jeden Fall einfach rein, kann ich auch jedem empfehlen. Zeige ich euch dann im Detail. Also bis später. Leute, ich bin gerade am Videoschneiden hier. Und ich denke, dass ich zwei Teile mache bei der Hinterachse. Lieber zwei Teile, die nicht ganz so lange gehen, als ein Teil, der hier 45 Minuten geht oder so. Also sprich, im zweiten Teil zeige ich euch, wie ich die Achse entroste, anschleife, lackiere und dann die PU-Lager einsetze. Die sind auch noch nicht da, also ich muss eher noch warten, bis die kommen. Deswegen machen wir da zwei Teile draus. Also, das war's dann für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Macht nicht so dolle. Haut rein. Bleibt gesund. Peace. Bis später.